Wenn ihr diese Woche eher draußen wart und die Sonne genossen habt, als die Nachrichten zu verfolgen, dann haben wir hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der Woche für euch. Mein Name ist Nova und das ist der Was geht ab Rewind. Kommen wir zu den Nachrichten der Woche. Lage im Jemen weiter ernst. Im Bürgerkriegsland sind mittlerweile 80% der Bevölkerung, das sind 21 Millionen Menschen, auf Hilfe angewiesen. Es ist zu wenig Essen und Trinken da und außerdem breiten sich Krankheiten aus. Die Abwasserversorgung ist zusammengebrochen und das Gesundheitssystem überfordert. Deswegen haben die Vereinten Nationen für das Land jetzt die höchste Nothilfestufe 3 ausgerufen. Das heißt erstmal nichts konkret, aber soll Symbolwirkung für die Mitgliedstaaten der UN haben. Nur 3 Länder haben die Stufe 3: Syrien, Irak und Südsudan. Und auch aus dem letzten Land erreichten uns diese Woche Schreckensmeldungen. UN-Soldaten erheben schwere Vorwürfe gegen die südsudanesische Armee. Bei einem Feldzug gegen Rebellen kam es zu Gruppenvergewaltigungen und Folter. Regierungssoldaten hätten Mädchen vergewaltigt und noch lebendig in ihren Hütten verbrannt. Am Anfang hat die UN die südsudanesische Regierung noch unterstützt, aber das hat sich mittlerweile geändert. Bis jetzt sind über 2 Millionen Südsudanesen auf der Flucht. Weniger Komasaufen bei Jugendlichen. Diese Woche wurde ein Bericht zum Alkoholkonsum von Jugendlichen von der Drogenbeauftragten Marlene Mortler veröffentlicht. Das wichtigste Ergebnis: im Vergleich zu 2008 betrinken sich Jugendliche deutlich weniger. Damals haben sich noch 20,4% mindestens einmal im Monat in einen Rausch getrunken. 2014 waren es nur noch 12,9%. Der Trend gilt aber vor allem für Jungs. Bei Mädchen ist der Rückgang nicht so stark. Aber sie trinken eh weniger als männliche Jugendliche. 33% geben in der Befragung an, noch nie Alkohol getrunken zu haben. 2001 waren es nur 13%. Trotzdem sei Alkohol das Suchtmittel Nummer 1 bei jungen Menschen, fasst Marlene Mortler den Bericht zusammen. Dänemark schottet sich ab. In Dänemark wurde vor kurzem gewählt. Die rechte dänische Volkspartei wurde zweitstärkste Kraft. Jetzt macht sie ordentlich Druck. Diese Woche hat Dänemark angekündigt, wieder mehr Reisende im Grenzgebiet zu kontrollieren. Eigentlich sind Grenzkontrollen innerhalb der EU abgeschafft. Die Maßnahmen sollen aber innerhalb des Abkommens liegen. Ausländer waren auch im Wahlkampf ein großes Thema und das geht die neue Regierung jetzt auch aggressiv an. Im ersten Gesetzesentwurf geht es direkt um eine Verschärfung des Asylgesetzes. Rund 50 Millionen Euro im Jahr will man weniger für Asylbewerber und Geflüchtete ausgeben. Die Unterstützung für die Menschen wird um etwas mehr als die Hälfte gekürzt. Für die dänische Volkspartei ist das okay. Sie fordert noch weitere Verschärfungen bis hin zu einem Einwanderungsstopp. Kommen wir zu 2 Meldungen, bei denen wir uns schon ein bisschen aufgeregt haben. Alter am Penis erkennen? Geflüchtete Jugendliche müssen sich in Hamburg, wenn sie keinen Pass haben, was meistens der Fall ist, ärztlichen Untersuchungen unterziehen. Damit will man feststellen, ob die Jugendlichen volljährig sind. Dazu werden Röntgenaufnahmen oder Computertomographie eingesetzt. Ziemlich aufwendige Verfahren also. Aber auch anhand des Zustands der Genitalien soll das Alter überprüft werden. Nach Ansicht von Kritikern ist diese Prozedur hochpeinlich und unwürdig. Für die Betroffenen ist der Schwanzvergleich bzw. diese ganze Untersuchung ziemlich wichtig. Sind sie minderjährig, dürfen sie zur Schule gehen, können nicht abgeschoben werden und werden betreut. Sind sie aber volljährig, müssen sie in die beengten Unterkünfte für die Erwachsenen. Die Untersuchung ist übrigens freiwillig, aber wer nicht hingeht, der wird eben automatisch als volljährig eingestuft. Kritik gegen Donald Trump. Der exzentrische Milliardär hat vor kurzem seine US-Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben. Jetzt ist er aber mit ziemlich rassistischen Äußerungen aufgefallen. Die Mexikaner brächten Drogen, Verbrechen und Vergewaltiger in die USA. Und die Reaktionen waren echt heftig. Der Sender NBC strahlt die von Trump produzierte Misswahl nicht mehr aus. Auch ein mexikanischer TV-Sender hat seine Zusammenarbeit mit Trump aufgekündigt. Und die kolumbianische Sängerin Shakira sagte dazu: Niemand, der in diesem Jahrhundert lebt, sollte sich hinter so viel Ignoranz stellen. Donald Trump selber versteht die Aufregung nicht so ganz. Und der will US-Präsident werden. Meine Damen und Herren, die Happy News! Keine teuren Roaming-Gebühren mehr. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Die meisten von uns können aber auch am Strand nicht auf das Smartphone verzichten. Nur leider kann das immer noch ziemlich teuer werden. Aber die Roaming-Gebühren sind bald Geschichte. Das hat die EU-Kommission jetzt so beschlossen. Man soll seine Freiminuten oder das Datenvolumen ab Juni 2017 dann auch im Ausland so benutzen können, wie zu Hause auch. Ab Mai 2016 sollen die Gebühren dann auch schon mal sinken. Das gilt zumindest für die normale Nutzung, was auch immer das ist. Für Anrufe, SMS oder Daten gibt es eine Obergrenze. Da könnte es noch mal teuer werden. Krankheitsübertragung von Mutter aufs Kind in Kuba gestoppt. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist es einer der größten Durchbrüche überhaupt. Kuba hat es geschafft, die Übertragung von Infektionen wie HIV oder Syphilis von der Mutter aufs ungeborene Kind zu stoppen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um AIDS zu bekämpfen. Die Methoden auf Kuba sind Medikamente, Vorsorgeuntersuchungen, Kaiserschnitte
und die Kinder nicht mehr zu stillen, sondern auf Alternativen zurückzugreifen. So wurden 2013 nur noch 2 Kinder mit dem HIV-Virus im Körper geboren und 5 Kinder mit Syphilis. Damit kann man die Übertragung als gestoppt ansehen. Für die WHO ist Kuba damit eine Inspiration für weitere Länder. Saudi-Prinz spendet sein Vermögen. Prinz Al-Walid bin Talal ist einer der reichsten Menschen der Welt. Jetzt hat er bekannt gegeben, über die nächsten Jahre sein persönliches Vermögen von rund 29 Milliarden Euro an Charity-Organisationen zu spenden. Er möchte damit kulturelle Einrichtungen fördern, Frauenrechte stärken und Katastrophenhilfe unterstützen. Er sagt, er habe sich von Bill Gates inspirieren lassen. Der spendet auch einen Großteil seines Vermögens. Der Microsoft-Gründer betreibt mit seinem Geld auch seine eigene Stiftung und lässt spezielle Toiletten entwickeln. Darum geht's hier in diesem Video und hier gibt's noch ein paar Fakten zu der Situation von Geflüchteten in Deutschland. Gehört ihr auch zu den 33%, die angeblich noch nie Alkohol getrunken haben? Und könnt ihr im Urlaub auch nicht auf euer Smartphone verzichten? Schreibt's in die Kommentare. Mein Name ist Nora und ich wünsche euch ein super schönes, sonniges Wochenende. Tschüss!